Dunkle Grüße, liebe Schachbegeisterte da draußen und willkommen zurück bei System Shock, dem Remake. Dunkle Grüße an Shadow, dunkle Grüße an Lilu, sofern noch vorhanden im Chat und danke für den Fast Raid. Meine Güte, da war das nicht so, ist nicht schlimm. Und Kurin, dunkle Grüße. Ah, bin gerade erst auf vom Einkaufen zurück und Kaffeebrötisch, Kaffee irgendwas, bla. Komisches Wort, was du mal hast, ich weiß auch nicht. Habt ihr ja geschafft, den Streamer zu kündigen? Also alles in Ordnung. Alles cool. So, also, ja, wir sind hier versammelt, um zu sagen, gar nichts weiter. Bevor ich groß anfange, ich erwarte vielleicht nicht heute noch den Postmann von Amazon. Ich bin mir nicht sicher. Laut Tracking war er bereits vor meiner Haustür gewesen, aber da es sich um ein Paket handelt, wo ich wieder so eine blöde Paketnummer zugestellt bekommen habe, entsprechend ich das selbst annehmen muss mit diesem Postcode dazu und ich natürlich auf Arbeit war, wenn der Typ kommt und das beim Hausanfang nicht geben kann, weil aus Gründen, die Amazon mir nicht erklären kann, ist er wieder weitergefahren. Jetzt steht aber immer noch, dass der Amazon-Typ jetzt heute vorbeikommen soll. Ey, wenn ich gleich haue, dann hört ihr echt nur noch so klatschen, Junge. Ich kann dir aber deine Zähne einzeln aus der Fresse drehen. Aus der Fresse. Echt, oder schulde deinen Rückgrat aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Dunkle Grüße, Nukachi. Jawohl. Wie geht's? So, jedenfalls habe ich jetzt nebenbei auf meinem Bildschirm oben mein Tracking online, wo das tolle Amazon-Paketschiffchen gerade unterwegs ist. Es ist ein paar Hausnummern weiter, paar Straßen weiter eigentlich sogar. Es war schon irgendwie ganz woanders, ist wieder hergefahren und scheint wohl jetzt die zweite Runde zu drehen, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kann es sein, dass es halt während des Streams klingelt, ich mal ran muss, um eben das Paket persönlich mit dem tollen Amazon-Code entgegenzunehmen, weil sonst bekomme ich das Paket halt gar nicht. Und das ist total dumm von Amazon. Ich verstehe dieses Prinzip auch generell gar nicht. Ich meine, ich finde es cool, dass sie sich rückversichern wollen, dass diverse Pakete auch ankommen an Kunden, aber wenn du am gleichen Tag random auf Arbeit einen Code zugestellt bekommst, per E-Mail, wenn überhaupt, oder per Amazon-Account, aber keine Push-Up bekommst und nichts in der Richtung und kein Bescheid sagen kannst, hier ist mein Code so und so, Nachbarn und keine Ahnung was vielleicht, um zu sagen, nimm das mal für mich an mit dem Code, muss ich aber auch Amazon irgendwie kommunizieren, ich weiß nicht, wie das gehen soll, bla, ist es aber scheiße. Ich habe nicht umsonst ein Hausanfang und bei mir, ich bin so froh, ihn zu haben, denn wenn ich auf Arbeit bin, nimmt er meine Pakete an, aber sowas eben dann nicht, weil das dürfen die nicht. Es ist total bescheuert. Wenn ich jetzt theoretisch diesen Typen, keine Ahnung, zweiter Mal nicht sehen sollte, weil ich nicht da bin, wenn er kommt, weil ich arbeite, dann glaube ich, gehe das Paket zurück nach Amazon-Land. Nach Amazonas-Urlaub. Keine Ahnung. Ich finde dieses System ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Hoffentlich fängst du dann in-game dabei. Ich mach dann so. Ne, Nukachi, ein Problem gelöst. Egal. Ab zurück zum Spiel. Ganz kurze Ansage. Habe ich schon längst Gurin. Ich hab's im Discord schon geschrieben gehabt. Nochmal hier das Schachspiel gemacht. Ich habe 2-3 Runden tatsächlich gebraucht offscreen. Die KI ist echt nicht doof bei dem Schachspiel. Um dieses Schachspiel hier für mich zu gewinnen. Und bei den wiederholten Versuchen war es auch ein richtiges Schachspiel. Wir wissen ja im Stream selbst, war es ja so, dass die Figuren ganz komisch schräg standen. Das war ganz merkwürdig. Bei der zweiten und dritten und vierten Partie dann quasi, also Nummer 1 bis 3 aus meiner Sicht, war es ein richtiges Schachfeld gewesen und ich habe es dann beim dritten Mal geschafft, das zu besiegen, die KI. Und dann gab es da hinten aus dem Raum die letzte oder zumindest die nächste Item-Inventar-Erweiterung. Das heißt, ich habe unten hier ganze 6 neue Item-Slots freigebracht damit. Deswegen habe ich es nochmal gemacht, weil ich habe nachgelesen, das Ding gibt mir einen Erweiterungsslot. Also, ich wollte wissen, wieso dieses Schachspiel da ist, weil es hat ja auch mal Bewandtes, davon ging ich aus. Und da stand halt, ja, gibt dir einen Inventar-Slot dazu, wenn du es schaffst. Also musste ich daran, hilft alles nichts. Aber das wollte ich auch nicht on-screen machen, denn 3 Runden Schach, ich habe eine Weile gesessen. Also, es war, wie gesagt, die KI ist echt nicht doof gewesen und die Matches waren unerbittlich und lange gedauert. Und beim dritten, dann wie gesagt, habe ich es dann auch geschafft gehabt und gewonnen. Aber, bis dato war es wirklich auch das Internet. Ich dachte, ich wäre zu doof oder so für Schach, aber nein. Auch im Internet stand, die KI hier ist recht gut tatsächlich. Es ist eine Quälerei, das Ding zu besiegen, wenn man echt gut spielen muss. Und da bin ich wiederum sehr stolz auf mich, dass es dann nach dem dritten Mal schon geklappt hat. Nicht erst nach dem 100. oder sowas. Aber trotz alledem, das hätte nicht im Stream sein müssen, denn dann wären wir auch in 50 Jahren nicht fertig geworden mit dem Spiel oder so, keine Ahnung. Das ist halt einfach, wären viele, viele extra Minuten gewesen, die ich dafür gebraucht hätte, was das ich rückwirkend nicht bereue, das so gemacht zu haben. So oder so. Ich habe wieder Platz, also sammeln wir Dinge ein, die hier überall noch rumliegen, die ich offenbar alle übersehen habe. Cool. Läuft. Umso besser. Kurin hatte keine Zeit dazu. Ich habe nur gelesen und da war alles voll auf einmal, da habe ich keinen Bock, was zu schreiben. War mir zu viel. Zack.
Zack. Zumal, wenn ich sowas auf Arbeit auch lese, dann antworte ich sowieso nicht bei so einem langen Text. Das ist Mist. Zack. 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 Inventarplatz ist toll. Einfach 4 Stunden Offstream Schach gespielt. Ja, vielleicht nicht ganz 4 Stunden, aber... Wir was über 1 Stunde. Was ja 2 bis 3 Folgen gewesen wären letztendlich für YouTube und keine Ahnung und alles. Und naja. Jedenfalls zeitig anderweitig für Spiel, für Streams und Let's Plays hätte besser nutzen können und besser nutzen werde wahrscheinlich jetzt auch. Also alles richtig gemacht. Aber ja, wie gesagt, die KI fürs Schachspiel, die war tatsächlich alles andere als doof. Und jetzt auch wirklich, ich habe... Gut, ich gebe zu, das erste Spiel zählt eigentlich nicht wirklich, da habe ich es direkt mit dem Schäferzug versucht im Schach, weil es ist ja so, ne? 3 Züge Schachmatt, fertig aus. Hat die KI sofort durchschaut, aber die ist echt... ist aber auch die einzige Eröffnung, die ich offiziell kenne vom Schach. Diese absolut billige, für absolut Noobs eigentlich. Hier, mal nicht fertig. Muss man können als irgendjemand, ne? Um Leute aber mal zu ärgern, die gar keinen Schach können. Aber da ist die KI schon mal gar nicht reingefallen. Dann beim zweiten war es halt ein hartes Match gewesen. Weiß ich noch. Aber glaube ich, sogar relativ deutlich verloren habe. Und das dritte war sehr, sehr, sehr eisenhart. Das hat auch lange gedauert, aber ich habe dann zum Schluss einfach obsiegt. Nachdem ich gecheckt habe, ich muss tatsächlich wissen, ich muss gegen KI echt sehr aggressiv spielen. Weil defensiv spielen gegen KI hier kannst du vergessen, dann macht sie dich fertig. Offensiv spielen war da die bessere Methode in meinem dritten Match. Aber so oder so, ich bin froh, es gemacht zu haben, geschafft zu haben und Inventarplatz zu haben. Ja. Kennst du StarCraft? Ja, aber selbstverständlich kenne ich StarCraft. Wobei ich zugeben muss, Teil 1 habe ich nur mal so ganz nebenbei irgendwann mal gespielt. Teil 2 habe ich komplett durchgespielt tatsächlich, aber Teil 1 kenne ich mehr oder weniger bloß von anderen Leuten. Wie kommst du auf StarCraft? Wann geht Cent? Oh, Kurin! Nervt doch nicht! Mann! Du weißt genau, dass Centlet erst dann weitergeht, wenn das alles durch ist. Das habe ich doch jetzt hätte selbst gesagt. Oh, WTF? Lucky einfach für sich geredet. Was? Okay, cool. Toll, toll. StarCraft 2 gab es ein Automaten-Game. Ja, ich erinnere mich dunkel, aber ich kann mich gerade nicht an das große Spiel zu haben. Aber ich weiß, in diesem Overlay-Hub-Dings, ne? Wann geht Sandland weiter? Hm, nun quatsche ich, du mich auch. Aber Kurin, ich hab's in Sandland selbst gesagt, im Stream... Dass auch, ich glaube, in der ersten Folge sogar schon auf YouTube online ist, dass die nächsten Folgen wahrscheinlich eine Weile auf sich warten lassen werden, weil ich halt diverse Let's Plays habe gerade. Und habe Stella als auch System Shock müssen, als eins von beiden muss durch sein, bevor ich hier mit Zettel offiziell weitermache. Ich hatte nur Zettel angefangen, weil es eben rauskam, weil ich Bock hatte und weil ich unbedingt das Spiel jetzt etwas sehen wollte. Das war alles. Und naja. Dauert halt einfach. Dauert halt einfach. Nee, da lang. Ich habe ganz andere Sachen gerade und Sorgen als Sandland drauf. Wenn das ein geiles Spiel ist, ich total gerne weiterspielen will, aber haut halt nicht immer alles so hin. Warte, doch da lang. Wo man 3 Achievements bekommen konnte und das Game hat sich... das weiß ich nicht mit Achievements, das ist ja, wie ihr wisst, nicht überhaupt nicht meins. Achievements, was mache ich ja nicht. Aber ist dann so ähnlich wie das, was hier in-game wahrscheinlich ist. Ja, auch super nervig, also das erklärt mich aber halt zeitfressend und anstrengendes Schachspiel. Und es gibt auch ein Achievement dazu übrigens. Ich habe es auch halt bekommen dann letztendlich dafür. Zu dem Inventar-Dings dazu. Oh, naja. Ach, Kurin, so ein Käse. Nein. Wie sollte, warum? Ich lade keine 2. Folge hoch, wenn ich gerade noch 3 Folgen jedes... Das habe ich doch gesagt, Kurin, Mensch. Ich lade erst dann hoch, wenn die anderen Let's Plays so weit durch sind. Ich nicht 3 oder 4, dann 4 pro Tag habe. Mann. Zack, zack. Plopp. Plopp. StarCraft 2 war jetzt so ein Achievement-Geier. Ich halt gar nicht. Überraschung. Ach siehst du, ich wollte Dinge sammeln eigentlich. Ach kacke, vergessen. Wir müssen jetzt in den Bereich rein, wo wir permanent Schaden nehmen. Aber durchsprinten, würde ich sagen, mache ich da an der Stelle. Aber ist egal. Ich wollte eigentlich alle drei haben, aber bis jetzt nicht, das letzte nicht geschafft. Ich muss ja nochmal reingucken in das Spiel bei StarCraft. Generell, ich
Hab StarCraft ja noch, also zwei auf DVD oder Blu-ray sogar, nee, war DVD gewesen, ne? Spiele-CD halt, irgendwo rumliegen. Weil ich gar nicht weiß, ob das bei mir schon digital war mit dem Battle.net. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme, einfach so. Aber dann müsste ich mal installieren, gucken, was du noch meinst, weil ich hab's halt gar nicht mehr im Kopf, wie das Spiel war, dieses Minigame. Och, Kurin, ehrlich, nee. Das ist völlig normal. Bei einer ersten Folge eines Let's Plays, das ich online stelle, dass ich noch dazu als Kanal-Trainer nehme, habe ich immer mehr Klicks und Views als auf anderen Sachen. Das ist total normal. Das hat mit Sendes speziell nichts zu tun. Davon kannst du ziemlich sicher sein. Zumal sich dieser Trend auch anhalten würde, wenn das so richtig krass wäre. Ist ja auch nicht der Fall. Samira, dunkle Grüße, hallo und vielen Dank für das Abo im 12. Monat, ja, cool. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, Moment, ganz kurz, durchlaufen hier. Oh, Snacks, Snacks sind gut. Für Radiation, Bekämpfung und sowas alles. Was wollte ich gerade sagen? Hab sie vergessen, na toll. Oh, mal durchlaufen. Ich suche, was ich brauche. Platz da! Stirb! Ah, einfach durchlaufen. Ich habe keine Zeit. Oh, mein Leben ist schon scheiße. Kacke. Was zum Teufel? Trotz meinem Schutz und allem drum und dran. WTF. Können Leben ein bisschen runtergehen. Ich habe Schutz und alles aktiviert. Kacke. Jetzt will ich auch nicht. Ich muss mich ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Gerade ich kann, glaube ich, nicht groß jetzt mit euch quatschen. Jetzt wäre ich hier. Oh, sowas auch noch. Au, oh, okay, bin tot. Alter, wie soll das denn funktionieren? Ich wüsste, wo ich lang muss hier. So, ganz kurz Pause. Beruhigen. Erstmal beruhigen. Vor allem, das Spiel auch neu ist. Ganz genau. Wie gesagt, die erste Folge eines Let's Plays, wenn das Spiel selbst auch neu ist und keine Ahnung was, es spielen diverse Faktoren da rein, dass Standard Folge 1 gute Klicks hat. Aber alles überhaupt nicht aussagekräftig dafür, dass es da auch super weiterlaufen wird. Davon abgesehen, ist halt wie es ist. Ich habe es eigentlich gar nicht jetzt schon reinnehmen wollen als YouTube-Video. Das ist halt schon da, aber ich muss es jetzt trotzdem fertig machen. Das ist auch noch Kacke, das haut da nicht hin. Und nein, das wollte ich gerade sagen, Samira. Ein Jahr Twitch. Den Termin habe ich noch nicht bei Discord reingestellt. Das wollte ich auch noch machen. Schaffe ich vielleicht morgen hoffentlich. Spätestens Donnerstag, da habe ich einen freien Tag. Wie die meisten wahrscheinlich. Da müsste es sich ein paar Minuten Zeitfenster ergeben, um das irgendwo reinzustellen bei Discord. Aber ich habe es zumindest schon im Stream angesprochen gehabt. Sonntag, glaube ich. So. Nächster Versuch. Oh. Oh, falsch. Scheiß Strahlung hier. Wisst ihr, wo ich hin müsste auf dem Kartendings? Option wäre auch gewesen, zu speichern. Hier keinen Radiation-Schutz zu nehmen. Oh, mein. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das geht sau schnell. Und erstmal die Karte. Wow, mir abspeichern zu lassen. Au. Ah, was zum. Alter, wieso sterbe ich so schnell? Ich hab den Schutz hier drin. Ach so, entfernt Konfirmation. Das schützt mich gar nicht, sondern entfernt nur. Nee. Keine Ahnung. Ist ja trotzdem drin. Oh, sowas. Ekliges. Trinken, essen, essen. Aber ich es gar nicht benutzen werde, weil es sich gar nicht lohnt irgendwie. Also ich verliere Leben so schnell, wie ich sie regenerieren kann, wie es aussieht. Das ist richtig geil. Oh, der auch noch. Ich hätte mir vorher mein Leben anessen sollen, bevor ich hier reingehe. Oh, kann es echt knicken. Das wird vorne nichts, dieser Level. Wie soll man das denn schaffen? Oder warte. Ich habe mein Schild nicht aktiviert. Das ist das Problem. Ich habe das nicht aktiviert. Okay. Okay. Jetzt geht's auch runter. Okay, das war der Haken gerade. Krass. Wir hatten das Wichtigste vergessen einfach. Jetzt wird es ein bisschen länger halten. Okay, weiß ich Bescheid. Also ist gut, dann wissen wir Bescheid, Samira. Au! Alter Verwalter. Was ist denn das hier für ein. Ganz, ich kann kein schönes Level hier, das Ganze. Das ist total stressig. Ultra mega stressig gerade, das Ganze. Echt. Au. Na, du kannst auch noch. Ach, hier kann ich stehen lassen. Ich muss die Kontamination abstellen. Hallo? Au.
Oh, ich muss halt doch Gegner besiegen. Au, 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 au. Schmerz lassen nach. Hier doch keine Tür, verdammt. Nein! Au. Alter. Wie gesagt, es wäre eigentlich ganz geil, zumindest die Karte ungefähr zu wissen, aber ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich irre jedes Mal von dem einen Ende zum anderen Ende. Alter, Falter. Ich nutze mal ganz kurz die Zeit, um mein Tracking zu gucken, aber nein, der Amazon-Typ ist offenbar noch nicht in unmittelbarer Reichweite. Gespeichert hat er offenbar aber schon. Mit aktiviertem Schutzschild. Bin ich schon lang gleich. Ja, hier, glaube ich, komme ich nicht vor, vielleicht doch. Runter. Ich frage es halt auch, ob ich hier. Die Dekon an sich. Ja. Fuck, er kommt schon. Nein! Nein! Hoch! Geht weg! Au! Was? Ach da. Ah! Oh, ich bin. Nein! Ah, diese blöden Schuhe. Die sind zwar toll und schnell, aber. Ah, da hast du kein Tracking des Bodens mehr. Alter! Einfach essen, nicht nur auf Benutzen klicken, wäre ganz nett hier bei den Dingern. Ein Leben hier, ein Leben da, tralali, tralala. Und ich habe auch meinen Schutzschild aktiviert nebenbei noch, der mir ein bisschen Schaden abfangen sollte. Der bringt offenbar nichts für die Dekontamination, aber das wenigstens gegen Gegner, die hier rumlaufen. Aber auch das ist nicht so wirklich. Das ist super, dass ich auch schnell laufen kann. Alles rum, dass sogar Upgrade ist. Ah, das ist sogar ein Upgrade für Waffen. Ich muss diese Dekon einfach deaktivieren. Au. 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 Geh weg. Irgendwas aktiviert, schon mal gut. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Das Schlaue ist, weiß ich nicht, aber ich tu's. Alalalala. Ich habe das Gefühl, ein bisschen was erreicht zu haben gerade. Daher. Au, au, Alter. Zumindest ich laufe so ein bisschen, als wenn ich betrunken wäre. Wie gesagt, diese Speedschuhe haben halt diesen Nachteil. Au. Dass ich. Also wie jetzt, wenn ich schlittern würde quasi. Wir trinken kurz was. Ja, ja, okay, zur Entspannung. Also, das ist ja Speedrun im wahrsten Sinne, aber ich verkacke ihn gerade. Ich werde mal eben ein Medipflaster gönnen. Doch, ach, da ist so ein Vieh noch. Guck gerne an. Aber hier, wir gingen gelaufen, weil ich eigentlich wollte, weil ich einfach keine Kontrolle habe. Au. Ich weiß nicht, was ich hier aktiviert habe, aber. Alter, was schießt da alles auf mich? Achso, die werfen was. Hm. Oh, ja, die. Ah, ich komme hier nicht weiter, Alter. Hier sind so viele Gegner hier, das gibt's ja gar nicht. Ich sehe hier nur die Option durchzurennen. Ich kann nicht alle Gegner kalt machen. Das gibt mein Lebenspolster einfach nicht hier. Diese Stage. Ah ja, mit der da oben ist klar. Einer weniger. Ich hasse euch. Das wird doch ein bisschen töten, wa? Ich weiß nicht, was dieser Schalter aktiviert. Keine Ahnung. Alter, ich kann nicht gerade auslaufen, wo ich hier schnell durch muss. Oh, ich sehe schon wieder nichts. Guck mal diesen hier bitte. Ach, Energie ist auch alle, sehr schön. Energie, Energie, Energie. Wenn Energie weg ist, dann ist mein Schild auch weg, nehme ich an. Das ist sowieso für den Arsch, das Ganze. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Ah! Uasa, Uwa, ja, Shadow, ist klar. Also wie gesagt, entschuldige mich kurz, dass ich den Chat jetzt nicht super sofort vorlese und alles. Es hat einfach seine Gründe. Komm ich hier rein? Oh, da käme ich irgendwann rein, aber jetzt gerade nicht. Oh, gleich wieder tot, sehr schön. Ich komme hier auch gerade nicht wirklich weiter, ne? Ui.
Toll. Ach, super. Ist ja auch gelöhnert für mich. Oh. Du hast da irgendwo eine fucking Tür sein, die ich noch nicht gesehen habe. Und tot. Alter. Ich meine, ich war jetzt quasi schon überall gewesen, aber ich finde keine Tür, nichts zum... Na, und so, ne? Ihr wisst schon. Ja. Blablabla. Vergessen, schnell zu laden hier. Da springen. Danke, Kurin. Ja, ich beim nächsten Mal machen wir das, ne? Mit dem Urlaub und allem. Hä? Ich hab geladen und mich respawned. Nee, doch. Alles cool. Ich glaube, den du bist tot-Trigger müsst ihr jetzt nicht andauernd benutzen, denn es dürfte nicht so viel bringen, weil ich jetzt andauernd sterbe einfach. Achso, jetzt ist er an. Los, so muss es ja sein. Vielleicht geht er in die falsche Richtung gleich, kann einfach andersrum laufen. Wäre auch eine Idee, theoretisch. Cool ist natürlich auch, ne? So, speichern. Weiß kann. Ah. Nein! Natürlich alle Munition. Schon wieder. Hey, hier einen abladen, voll gut. Hey, das ist auch tot. Geht doch einigermaßen fix. Benutzen! Speicher nochmal, ist egal, komm. Bin ich da schon lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Kann sein. Schrumpfhindert, üblicherweise in super Reichweite. Auch mal das. Zum Beispiel eine Option, dass. Ich kann mir nicht raufgesprungen. Stimmt ja, ist kein Jump'n'Run, ne? Vergesst das nicht. Aber das ist zumindest. Wow! Keine rote Brücke. Aber der war ja vorher so, jetzt ist er theoretisch aktiviert, oder keine Ahnung was. Was immer der macht. Es müsste jetzt irgendwie was möglich sein, was vorher nicht möglich gewesen ist. Ah! Au, sag mal. Ich habe eine viel zu hohe Schussfrequenz, finde ich. Oh. Nein. Das ist ein gemeiner, fieser, frecher Level. Die mag ich einfach gar nicht. Au. Ach ja, siehst du noch so ein Ding. Läuft. Wo ist der Große? Da ist der Große. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich hier hin soll. Geh mal auf. Runter, meine ich. Hier ist gerade fucking gar nichts. Keine Tür, kein nichts. Von hier komme ich. Oh! Nee, von hier komme ich tatsächlich komplett. Hier, ja, hier ist der Eingangsbereich. Super. Aber hier steht ja zumindest. Ah! Ah! Safety. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Aber hier geht's lang. Okay, ich muss hier zum Anfang zurück. Okay. Klar, dass ich da nicht weiterkomme, wenn ich zum Anfang zurück muss. Aber jetzt zumindest haben wir jetzt. Den richtigen Weg, glaube ich. Ich bin so gestresst gerade. Ich habe mich so auf die Aufnahme gefreut, weil ich genau wusste, dass das hier passieren wird. Nochmal neu laden. Also, zurückgehen wurde gesagt, ja? Dann machen wir das auch. Au. Hey, drei Kreuz, wenn ich durch dieses System hier durch bin. Hallo? Da. Der macht's bumm mich rum. Voll sympathisch das Ganze. Oh, guck mal hier. Wow. Der war eben nicht da. Au. Ah ja. Ist er klar. Ist schon klar. Er ist wieder tot. Was zockt? Übernehmen mich hier, die Leute. Ja, Kurin. Wenn du so weiter nervst, dann wirst du gebannt für heute. So ist das dann. Viel Spaß im Lurk Shadow. Meine Lieblingschips. Ja, ist ja keine Frage. Na, die schießen Onion. Nee, gar nicht. Supreme and Onion. Pringles. Warte. Da. Also die grünen. Beste Chips, wo gibt. Bin ich süchtig nach. Nahezu. Wieder zu. Noch nicht weit genug. Dieses Tracking mit diesem Large nicht anhabe, ist schrecklich.
Ich hab vorne einen Schuss kalt gemacht, ich brauche drei für den, obwohl ich den Rücken geschossen habe. Ja, Bonus-Damage eigentlich geben sollte, bin ich der Meinung. Ah! Meine Leben. Au, was? Ein Roboter! Das auch noch! Ach, komm schon! Das geht doch so nicht! Das geht doch so nicht! Ich kann kotzen! Ja! Hab gerade eine ganze Packung Takis gegessen. Das sagt mir nichts. Wenn ich gleich haue. Die kenne ich nicht. Nur noch so klatschen, Junge. Ah ja. Kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten. Wie klar klatschen. Oder schulde dein Rückgrat aus dem Hals, Junge. Ja, mal so ein Ding schnabulieren hier. Echt, ich habe ein Schild aktiviert, weniger Schaden, den ich nehmen soll. Ich habe mein Linksschild und so weiter. Das bringt gefühlt überhaupt nichts für den Schaden, den ich ja einstecken muss. Ganz schön hundsmiserabel, das Ganze. So, speichern jetzt nochmal. Kommt der Robo-Hein hier, mal hier mit kalt. Kreiszeit erreichen bei dem. Speichern. Meins. Upgrade-Station für. Nutze ich nicht. Okay, cool. Schalter da. Ah, schnell. Kontamination. Ich höre schnell Gegner. Ach. Los, Alpha, irgendwas vom Power Ranger. Der kann nichts. Und oh, so einer. Der ist natürlich ein bisschen krasser drauf. Und ich habe keine Energie mehr auf einen. Keine Energie mehr, das heißt auch keine Schläge mehr. Ich hasse Hass. Stress und Hass. Mexikanische, scharf und geil. Ach, scharf ist nicht geil. Scharf macht mir keinen Spaß. Scharf ist doof. Bin ich richtig hier? Ja. Warte ganz kurz. Wieder Pause machen, kurz beruhigen, Chat lesen. Habe jetzt auf Twitch und Bluescale gepostet, dass man dir in this moment beim ja, vielen Dank auch. Ja, danke auch an Nukachi an der Stelle. Ja, schön. Habe ich auch sehr gern. Manchmal. Au! Ach! Ehrlich jetzt? Auch noch so ein Vieh unterwegs hier? Sag mal, hat der Hodensack am Hals gehabt gerade? Ist ja ekelhaft. Ich bin hier echt am Zeug verplempern, einfach nur, weil es muss. Was? Ah! Runter jetzt! Schnell! Ich hab Stress! Ja. Au! So. Das wäre erledigt. Das haben wir geschafft. Mehr muss ich hier nicht tun. Wobei es irgendwie ganz geil wäre. Wenn ich hier irgendwie das Kontaminationszeug abschalten könnte, aber das kann ich, glaube ich, nicht. Ich habe nichts weiter gefunden, also das ist... Bonushut gibt es hier hoffentlich keinen, denn das wäre echt kacke, weil dann passe hier einiges, aber hilft alles nicht. Will ich auch nicht verrecken, ne? Knarre auswählen. Bin ich hier. Ganz woanders. Hier ist bestimmt ganz viel toller Loot, weil ich... Und so, ne? Aber... Na, verdammt, wo komme ich jetzt? Nein! Wo muss ich hin? Ah, wo ist der Ausgang? Karte. Ach, ganz woanders hin. Ach, scheiße. Hier bin ich. Ich weiß, wo ich bin. Alles cool. Ah, raus hier. Ich muss hier weg. Ah, wir haben es im Prinzip. Das ist schon mal ganz nett zu wissen. Oh. Ich komme hier nicht weg. Schnell. Raus. Und Executive. Klick. Hallo. Klick doch. So, liebe Leute, geschafft. Und jetzt gibt's ein kurzes Päuschen. Ich bin gleich wieder da. Moment, kurz abreagieren. Bis gleich.